konvertiert das jetzt und dann haben wir quasi eine fertige Filmdatei. Genau, sagt mir, okay, wurde fertig erstellt, kann den Ordner öffnen. Das war jetzt ein Windows Movie Player. Und habe ein fertiges Filmchen und das kann ich dementsprechend dann wieder, das hängt jetzt ein bisschen nach, dementsprechend weiter verbreiten, kann es auf CD brennen und so weiter und so fort. Okay, ich komme zurück ins Sprachatelier. Sie fragt. Okay, Karin, okay, machen wir mal eins nach dem anderen, weil ich habe das ja leider nicht mitbekommen. Ich war ja die ganze Zeit in dem Programm darin. Kostenloses Programm, genau, könnt ihr runterladen, könnt ihr kostenlos benutzen. Also dieses Programm kann man kostenlos benutzen. Und Genau, ja, das könnt ihr auch heißt alles. Videopart. Ist das nicht so großes Programm? Nein, also genau, danke Elke für den Link. Ja, hatte ich schon gefunden. Genau, da könnt ihr das runterladen und ihr könnt das auf einem USB-Stick installieren und könnt es vom USB-Stick benutzen, um zu arbeiten. Ja? Und Kinder und Jugendliche arbeiten damit eigentlich auch ganz gut. Ja. Genau, Karin hat sich jetzt, hat gemeint, man hat nichts gehört. Der Film ist wirklich halt einfach kurz, aber ich möchte ja nicht irgendwie jetzt hier 50 Fotos machen und dann sitzt er da vor und dann guckt er mir dabei zu, wie ich einen super langen Trickfilm produziere und nur damit wir einen langen Ton dazu machen können. Es geht ja um das Prinzip, ja. Ich würde auch sagen, dass wir vielleicht an der Stelle jetzt mehr oder weniger die Stop-Motion-Produktion beenden. Ich würde lieber auf die Fragen nochmal eingehen, weil ich meine, das Beispiel mit den Sprechblasen hatten wir ja auch gestern. Das könnt ihr euch einfach angucken. Es ging ja viel mehr darum, wie mache ich das mit der Technik? Wie benutze ich mein Smartphone, benutze eben Clayframes und exportiere dieses Filmchen und kann dann am Videopad-Editor damit arbeiten. Das Schöne ist, dass Clayframes, ganz kurz vielleicht noch, ja AVI-Filmchen produziert. Dann könnt ihr eigentlich auch mit dem Windows Movie Maker, falls ihr mit dem schon Erfahrung habt, arbeiten. Ja? Ich habe ein Samsung-Tablet und im Computer das Schnittprogramm Adobe Premiere. Herzlichen Glückwunsch zu Adobe Premiere, ist ein tolles Programm. Kannst du auch natürlich kombinieren, ist ja ganz klar. Also weil Premiere ja auch super viele Formate lesen kann. Videopad-Editor ist halt wirklich super, weil wenn man auch mit Mini-DV-Kameras arbeitet beispielsweise, hat man auch ganz unterschiedliche Formate. Oder auch wenn man mit Videokameras arbeitet, die Festplattenrekorder haben und so weiter und so fort. Videopad-Editor kann fast alle, würde ich behaupten, Formate bearbeiten. Ich hatte noch keine Kamera, die ich mal geliehen hatte oder was produziert, wo es nicht funktioniert hat. So, ich würde wirklich vorschlagen, auch weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, dass wir auf die Programme vielleicht noch ein bisschen eingehen. Clayframes, genau. Christina fragt auch hier zugleich, ist Clayframes kostenlos? Es gibt eine Lite-Version, da hat man aber nicht so viele Funktionen und man kann, wenn ich es richtig weiß, noch nur zwei Videos produzieren und dann ist Schluss. Also dann kann man nicht mehr exportieren. Und diese 1,59 €, zumindest war das wohl der Preis, als ich es gekauft habe, die lohnen sich definitiv zu investieren. Man hat da wirklich ein super tolles Programm. Also ich habe mich da auch extra nochmal mit bei Fachleuten umgehört, die empfehlen das auch. Sie haben kein besseres bisher. Ja, gut, das kann passieren, aber ich würde behaupten, Elke, dass es schlechte Kritiken hat, weil das dann auch abhängig ist von den Smartphones, die eben benutzt werden, beziehungsweise sind das oftmals auch Arbeitsspeicherprobleme. Wenn die Leute, die das Clayframes quasi benutzen, auf ihrem Smartphone viele Programme im Hintergrund laufen lassen, passiert es natürlich eher, dass es sich aufhängt. Aber das Tolle daran ist trotzdem auch bei Clayframes, dass es ja die Einzelfotos immer speichert. Und die habe ich ja dann auf meiner kleinen SD-Karte und könnte zur Not einfach die Karte dann rausnehmen, beziehungsweise mit dem USB-Kabel verbinden, wie ihr das macht. Und hätte die Fotos alle hier drauf, auf der schönen kleinen Karte. Und könnte dann mit dem Videopad-Editor halt quasi auch den Trickfilm am PC erstellen. Ist ein bisschen aufwendiger. Dazu muss man halt die Einzelbilder immer wieder reinziehen in die Timeline. Gut. Andersrum kann man natürlich auch sagen, vor allem wenn wir jetzt auch russische Kollegen da haben aus dem Medienpädagogikbereich,
Falls ihr natürlich andere Apps kennt, mit denen ihr arbeitet, oder andere Videoschnittsoftware, die ihr super findet, schreibt das ruhig hier rein, empfehlt euch das gegenseitig. Ähnlich dem Tipp wie gestern, trefft euch auch mit Kollegen, ja, und tauscht euch aus, mit welchen Apps ihr arbeitet. Weil irgendwann gibt es halt vielleicht etwas Schöneres und Besseres als Clayframes oder eine andere Videoschnittsoftware. Ich habe Ja. bisher, was den kostenlosen Bereich angeht, keine bessere Videoschnittsoftware gefunden. Es gibt natürlich auch verschiedene Online-Angebote, da muss man sich aber registrieren und das ist manchmal auch, also zumindest ist das in Deutschland so, nicht so angesagt, ja, in den Schulen. Die wollen dann nicht mit YouTube arbeiten und so weiter. Irina fragt, gibt es etwas für Symbian, aber ich weiß es auch leider nicht, was Symbian ist. Kennst du das? Schwierig, ich bin da jetzt ein bisschen überfragt. Ich würde behaupten, Symbian ist, glaube ich, auch von einem Android-Handy eine spezielle Betriebssystem-Software, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ja. Also müsste man im App Store nachgucken, beziehungsweise vielleicht einfach über die Google-Suche Stop-Motion-App Symbian suchen. Das ist für Nokia, sagt sie. Ja, also wie gesagt, ich würde empfehlen, die entsprechende Suche zu benutzen. Oder eben, und da wird euch ganz bestimmt geholfen, auf Facebook, schreibt das kurz hier rein, damit das drin bleibt, Facebook-Gruppe Medienpädagogik. Das ist ein Zusammenschluss von vielen deutschen Medienpädagogen und Pädagoginnen und die helfen euch da bestimmt weiter. Ja. Ja, wir würden vorschlagen, dass die Gäste oder die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fragen jetzt, was an der Seele liegt. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit und diese Zeit können wir dafür nutzen, dass wir einfach diskutieren. Und ich habe gesehen, Elke wollte etwas sagen, wenn du das jetzt möchtest. Ich gebe dir das Mikrofon. Stelle bitte ja oder nein. Ich hoffe, du hörst mich. Ja, hallo Elke. Super. Zunächst erst einmal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich bin total fasziniert von dem, was ich gestern erlebt habe und heute gesehen habe. Macht mir auf der anderen Seite auch immer wieder ein bisschen Mut, neue Sachen auszuprobieren. Man ist so in seinen Sachen so ein bisschen eingefahren. Und ja, wenn man dir so zuschaut, also im Prinzip sind die Bedienungen ja wirklich kinderleicht, wenn man sich da ein bisschen eingefuchst hat. Und ja, also das mit der Kritik, das habe ich verstanden. Ich denke, das sind auch immer Hintergründe, die man einfach erfahren muss, wo man es selber ausprobieren muss. Und deswegen kann ich mich da schon drauf einlassen, weil ich werde unbedingt deine Tipps ausprobieren. Und Dann, dafür ganz herzliches Dankeschön. ja, danke schön, Elke.